Seid gegrüßt, Kinder von Midgard, und herzlich willkommen in meiner Sagenhalle. Es ist Herbst, die langen Nächte mehren sich, der Allvater und seine Frau ziehen vermehrt mit ihrem wütenden Heer zur wilden Jagd. Die Schatten werden länger, die Toten sind aktiver. Und auch die Unwetter häufen sich, und was passt da besser, als euch endlich vom großen Herrscher über Blitz und Donner zu berichten? Also setzt euch zu mir ans Herdfeuer, nehmt euch ein Horn voll Met und hört, was ich euch aus den Tiefen der Zeit zu berichten weiß. Der Name des germanischen Donnergottes ist uns in vielen Versionen überliefert. Die Wikinger und Marvel-Fans nannten ihn Thor. Im Althochdeutschen wurde er Donar genannt. Die Friesen und Sachsen riefen ihn Funer, die Angelsachsen Funor. Urgermanisch war der Name Hunras. All diese Namen bedeuten der Donnerer, später nur noch der Donner. Es gibt aber auch weitere Namen, die er angeblich gehabt haben soll, nämlich Fergunes im Gotischen und Stavo im Niederländischen. Auf diese komme ich aber später nochmal zu sprechen. Hunras ist der mächtige Donnergott der Germanen. Er wurde durchweg von allen Stämmen verehrt. Er war der stärkste und beliebteste der Ansis genannten Götter, und wo es Germanen gab, gab es auch zu seinen Ehren Kulte. Er ist ein Himmelsgott, der Beherrscher von Blitz und Donner, Herr der Gewitterstürme und Beschützer von Medjanagardas, der Welt der Menschen, auch Midgard genannt. Gleichzeitig war er auch Kriegsgott und Gott der Fruchtbarkeit. Deshalb war er auch vom Großteil der Stämme verehrt worden, die ja hauptsächlich aus Bauern und Viehzüchtern bestanden. Auch die Fischer sollen ihn verehrt haben. Hunras war ein Gott des einfachen Volkes, und man stellte ihn sich als großgewachsenen, starken Mann mit langen roten Haaren und rotem Bart vor. Ein bäuerliches Mannsbild von einem Gott, von herzlich derber Art, wie ja auch die meisten Germanen selbst von außenstehenden Zeitgenossen geschildert wurden. Hunras ist ein Menschenfreund. Vor allem Kinder hatte er gern. Er liebt Essen und Trinken und hasst die Ungerechtigkeit. Dann wird er aufbrausend und zu einem ernsten Problem für alle, die Böses tun. Seine Persönlichkeit spiegelt also seine Funktion wider, denn er ist im wahrsten Sinne eine Naturgewalt, und es war gut für die Menschen, ihn zum Freund zu haben und nicht zum Feind. Hunras verkörpert Kraft, Mut und Tatendrang. Er ist ein Krieger, der nicht aufgibt und selbst im Angesicht des Todes erst aufhört, wenn es wirklich vorbei ist. Da Thors Eltern in der nordischen Mythologie Odin und Yrt sind, können wir zumindest annehmen, dass dies auch im Glauben anderer Germanen der Fall war. Dementsprechend wäre Hunras der Sohn des Sturmgottes Vodanas und von Hludanas, der Mutter Erde. Seine Frau war wahrscheinlich die Göttin der Sippe und Familie und hieß Sibio. Vor den Römern, vor den Germanen und Kelten, da waren die Indoeuropäer. Diese von der modernen Wissenschaft sogenannten Menschen lebten vor etwa 5.000 bis 6.000 Jahren. Die Indoeuropäer sind grob gesagt die Vorläufer vieler antiker und moderner Kulturen. Aus ihnen entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte Kulturgruppen und Ethnien heraus, die sich bei aller historischer Verwandtschaft auch deutlich voneinander unterschieden. Im heutigen Europa zählen dazu unter anderem die antiken Etrusker, Griechen und Römer, die Hispanier, die Kelten, die Germanen, die Balten und die Slawen. Darüber hinaus stammen die Iraner, die Daker, Thraker, Armenier, Anatolier und die frühen Inder von diesen Menschen ab. Sanskrit ist nämlich eine indoeuropäische Sprache. Die Inder stammen zum Teil von indoeuropäischen Einwanderern ab. Heutige Sprachen wie Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und so weiter, die kann man alle als indoeuropäische Sprachen zusammenfassen. So, warum erzähle ich euch das? Nun, diese Indoeuropäer hatten nicht nur eine gemeinsame Sprache und Kultur,
Sie hatten auch gemeinsame Götter und entsprechende Mythologien. Aus dem indoeuropäischen Himmelsgott entwickelte sich zum Beispiel der Gott Zeus, der germanische Gott Ziu oder Tyr, Teutates bei den Kelten, der indische Diauspitar und der altrömische Diupiter. Die indische Erdmutter Priyo und die germanische Frigga gehen ebenfalls auf eine gemeinsame Muttergottheit zurück. Und natürlich verehrten die Indoeuropäer auch einen Gewittergott, Perguonos, der Zuschlagende. Perguonos war ein kriegerischer Gott des Regens und der kosmischen Ordnung. Ihm wurde bereits die Eiche als heiliger Baum geweiht. Er beschützte bereits damals die Welt mit einer mächtigen Waffe, welche ihm auch schon mal gestohlen wurde. Und schon zu seiner Zeit war sein Erzfeind ein gewaltiges Untier, meist in Form einer riesigen Schlange. Alles Dinge, die wir später von Thor aus der nordischen Sage kennen. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle späteren Götter eins zu eins mit ihrem indoeuropäischen Pendant identisch sind. So finden wir den Eichenkult und die Macht des Blitzes auch bei Zeus und Jupiter wieder, welcher eigentlich dem Allvater Deus entspricht. Der baltische Donnergott Perkons wurde dagegen als Allvater verehrt. Rätselhaft sind zwei nordische Gottheiten, die beide Fjörgyn heißen. Fjörgyn ist die altnordische Version des Namens Perguonos. Jedoch bezeichnet er hier einmal die Erdgöttin, die sonst Jord genannt wird, und ein anderes Mal den geheimnisvollen Vater der Frigga. Wahrscheinlich ist aber, dass Fjörgyn ein ursprünglicher oder anderer Name von Thor gewesen ist. Möglich ist zudem, dass die ostgermanischen Goten den Donnergott unter dem Namen Fergunes anriefen, was mit Fjörgyn verwandt ist und sich ebenfalls von Perguonos ableitet. Aber das gehört bislang noch ins Reich der Spekulationen. Erwähnen wollte ich es aber dennoch mal. Perguonos findet sich heute noch in verschiedenen Mythologien wieder. Entsprechend hat Hunras viele Gegenstücke in Kulturen außerhalb und innerhalb des europäischen Gesichtskreises. Als Perun in Osteuropa, als Perkons oder Perkunas in Litauen, Pirendi in Albanien, als Pariana in Indien, als Piarun im Weißrussischen und Parom im Slowakischen. In Finnland wurde der Himmelsgott Ukko übrigens mit dem Namen Perkele belegt. Perkele ist der finnische Gewittergott, dessen Symbol der Ukon Vasara, dem bekannten Hammer des Thor, sehr ähnelt. Heute ist Perkele hauptsächlich als charakteristisches Schimpfwort der Finnen bekannt, und im finnischen Christentum wird damit der Teufel bezeichnet heutzutage. Was darauf hinweist, wie wichtig Perkele für die vorchristlichen Finnen gewesen sein muss. Kriegst du ihn nicht aus den Köpfen, stell ihn als Erzfeind hin. So muss sich das der Klerus damals gedacht haben. In Lappland wurde der Gewittergott Horagalles verehrt. Wenn mich nicht alles täuscht, auch mit einem Hammer. Der Donnergott hat aber auch als Hunras noch jede Menge mythischer Spiegelbilder in anderen Ländern. In seiner Funktion als Blitzgott entsprechen ihm, wie gesagt, Jupiter und Zeus bei den Römern und Griechen. In seiner Eigenschaft als lebenslustiger Held wurde er von diesen jedoch mit Herkules verglichen. Die Kelten verehrten einen bärtigen Gewittergott mit roten Haaren, der seine Feinde mit einer Keule bezwang. Taranis, was ebenfalls der Donnernde bedeutet. Und im fernen Osten, bei den Veden, erzählte man sich vom himmlischen Krieger Indra, der gegen ein böses, schlangenartiges Monster kämpft und dabei mit einem Diamanten in seiner Hand Blitze erzeugt, weshalb er auch der Bewahrer des Blitzes genannt wird. Nach diesem Indra sollen sich später die Nachfahren der Veden benannt haben, die Inder, die heute noch in Indien leben. Und selbst im Christentum findet er sich wieder, man sollte es kaum glauben. Denn zu den Bekehrungstaktiken der spätantiken Missionare gehörte, dass man die lokalen Götter mit den eigenen Heiligen gleichsetzt. Somit konnte man die Heiden besser an die neue, ungewohnte Religion heranführen, indem man das Vertraute neu umdeutet.
Die Keltengöttin Brigida wurde so zum Beispiel zur heiligen Brigitte umgeformt, die germanische Freya mit der Jungfrau Maria gleichgesetzt und auch Wodan soll später identifiziert werden mit dem Erzengel Michael. Dem heiligen Petrus, der die Himmelstore bewacht, wurde die Macht über das Wetter zugeschrieben. Noch heute gibt man ihm in Deutschland die Schuld dafür, wenn es gerade dann regnet, wenn es einem nicht in den Kram passt. Dass manche den Petrus dabei als Wettergott bezeichnen, mutet in einer christlich geprägten modernen Gesellschaft fast wie ein Überbleibsel aus heidnischer Zeit an. Was meint ihr? Die indoeuropäischen Gewittergötter tragen alle eine Waffe, mit der sie Blitze erzeugen und ihre Feinde niederstrecken. Je nach Region oder Überlieferung ist es eine Axt, ein Schwert oder eine Keule, seltener die bloße Hand. In Indras Fall ist es sogar ein diamantartiger, magischer Gegenstand. Bei den Germanen schwang Fundras natürlich immer seinen Hammer, nicht wahr? Falsch. Natürlich sind in vielen Wikingergräbern Schmuckanhänger gefunden worden, mit Miniaturen von Mjölnir, dem mächtigen Hammer von Thor. Aber Jahrhunderte vorher, während der Völkerwanderung, gab es im alten Rom einen ähnlichen Schmuck, nämlich die Keule des Herkules. Dieser Schmuck war vor allem bei Römerinnen sehr beliebt und man trug ihn als magisches Amulett, um die eigene Fruchtbarkeit zu mehren. Durch den steten Kontakt zwischen Römern und Germanen fand die Herkuleskeule bald auch bei den sogenannten Elbgermanen Verbreitung. So werden bestimmte Gruppen genannt, die bestimmte Dialekte sprachen, wie etwa Bajuwarisch, Altthüringisch oder Alemannisch. Auch unser modernes Hochdeutsch geht über das Oberdeutsche auf das Elbgermanisch zurück. Ausgehend von den Elbgermanen fanden sich bald überall Herkuleskeulen in Europa wieder. Die Germanen interpretierten sie jedoch um, passend zu ihren religiösen Bedürfnissen. Da sie den römischen Herkules als ihren eigenen Donnergott identifizierten, wurde aus der Herkuleskeule die Donaskeule. Erst einige Jahrhunderte später wurde die Donaskeule vom Thorshammer abgelöst. Dies geschah zu Beginn der Wikingerzeit und war offenbar eine Reaktion auf die zunehmende Christianisierung Europas. Dabei symbolisierten Keule und Hammer keineswegs nur Krieg und Kraft, sondern auch Zeugungskraft und Fruchtbarkeit. Sprich, bei dem Hammer handelt es sich um ein Phallus-Symbol. Ganz recht, liebe Neo-Wikinger. Wenn ihr euch morgens die Mjölnir-Kette anlegt, bevor ihr im Drachenboot zur Arbeit fahrt, tragt ihr gewissermaßen einen Schwanz um den Hals. Tja, was sagt uns das also? Offensichtlich schwang der Donnergott der Germanen ursprünglich eine Keule statt eines Hammers. Zumindest im Glauben der Stämme, die nicht später als Normannen und Wikinger in die Geschichte eingingen. Warum aber ein Hammer? Das bleibt wohl vorerst Spekulation. Man weiß aber, dass die nordischen Sagen von einer mythischen Urzeit erzählen, in der die Götter sich auch als Handwerker betätigten. In der nordischen Gylfaginning genannten Sage reist der König Gylfing unter falschem Namen nach Asgard, wo er auf Odin trifft. Dieser blendet den König jedoch mit einem Zauber, sodass er die Illusion von drei Herrschern hat, die sich Har, Jafnhar und Hridi nennen. Gylfi nennt sich Gangleri und forscht die drei Herrscher über die Götter und ihre Taten aus. Da fragte Gangleri: Was tat Allvater, als Asgard gebaut war? Har antwortete: Zuvörderst setzte er Richter ein, die über das Schicksal der Leute entscheiden und die Einrichtungen in der Burg bewahren sollten. Das war an dem Orte, der Idafeld heißt, mitten in der Burg. Ihr erstes Geschäft war, einen Hof zu bauen, worin ihre Stühle standen, 12 an der Zahl, und überdies ein Hochsitz für Allvater. Es ist das beste und größte Gebäude der Welt, außen sowohl als innen von lautem Gold. Diese Stätte nennt man Gladsheim. Sie bauten noch einen anderen Saal,
Da war die Wohnung der Göttinnen. Dies Haus war auch sehr schön und die Menschen nennen es Wingolf. Danach legten sie Schmiedeöfen an und machten sich dazu Hammer, Zange und Amboss und hernach damit alles andere Werkgeräte. Demnächst verarbeiteten sie Erz, Gestein und Holz und eine so große Menge des Erzes, das Gold genannt wird, dass sie alles Hausgerät von Gold hatten. Und diese Zeit heißt das Goldalter. Von den Göttern lernten die ersten Menschen, wie die Welt geordnet werden soll. Sie brachten ihnen die geheimnisvollen Runen, formten die Welt aus dem ersten geopferten Lebewesen und brachten ihnen vielleicht auch bei, Werkzeug zu benutzen. Handwerker waren im Altertum wichtige Menschen, vor allem Schmiede. Nicht jeder konnte einfach Schwerter oder Goldmünzen herstellen und die Wichtigkeit ihres Könnens spiegelte sich auch in der Mythologie wider. Zwerge sind dafür ein gutes Beispiel. Die Götter bauten die Welt, der Gebrauch von Werkzeug unterscheidet den Menschen von den anderen Tieren und ermöglicht Kultur und Zivilisation. Zivilisation benötigt Ordnung in Form von Bräuchen, Traditionen, Sitten und Gesetzen. Genau die Dinge, über die der Donnergott mit seinem Hammer wacht. Dem Hammer, der als Symbol der Ordnung dient. Die Asen haben ihren Namen schließlich auch von dem germanischen Ansus, was Pfahl oder Pfeiler bedeutet und damit auf die Balken in Häusern und Hallen deutet. Wer in Häusern und Hallen lebt, ist zivilisiert, lebt meist in Gemeinden, als Teil einer Gesellschaft, die sich auf gemeinsame Gesetze einigt, um in der Welt überleben zu können. Der Hammer des Donnergottes, der die Menschen vor der destruktiven Seite der Natur schützt, er ist das Symbol der Asen, der bewussten Macht, die Ordnung ins Chaos des Lebens bringt. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, wissen ja, dass ich von Faschismus nichts halte. Wer sich jedoch nicht so gut mit antiken Symbolen auskennt und jetzt vielleicht etwas Beklemmung hat, den kläre ich an dieser Stelle gerne auf. Das auch als Hakenkreuz oder Swastika bekannte Sonnenrad war ursprünglich ein antikes, weltweit verbreitetes Symbol für Glück, Erfolg, Sonne und Licht. Man fand es in sämtlichen Formen, in zahlreichen Kulturen und schon die Steinzeitmenschen kratzten es vermutlich in ihre Felswände. Noch heute wird es unter anderem von Hindus und Buddhisten als religiöses Symbol benutzt. Es hatte also in seiner ursprünglichen Bedeutung mit Faschismus nichts zu tun. Hat die Nazis damals natürlich nicht davon abgehalten, es für ihre Zwecke zu verzerren und umzudeuten. Das ist ja mittlerweile bekannt. Dass die meisten Menschen heutzutage beim Anblick dieses Symbols zuerst an schreiende Schnauzbärte und Fackelmärsche denken, kann man ihnen echt nicht verübeln. Was nicht so bekannt ist, ist die Verbindung des Sonnenrads zum Donnergott. Ursprünglich wird das Sonnenrad das Symbol von Tibas gewesen sein. Wer von euch schon öfters in der Sagenhalle zu Besuch war, der erinnert sich, dass Tibas der ursprüngliche Allvater gewesen ist und in etwa dem Zeus und Jupiter entsprach. Er war also auch ein Himmels- und Sonnengott. Bei den Nordmännern hieß er dann später Tyr und war offenbar nur noch für Krieg und Ordnung zuständig. Den Status als Allvater hatte er an Odin abgetreten und das Attribut des Sonnenrades an den prominenteren Himmelsgott Thor. Sehr angemessen möchte man meinen, da die Sonne auch mit dem Sieg über Chaos, Tod und Finsternis assoziiert wird. Aber auch so war das Sonnenrad ein sehr mächtiges Symbol, das auf zahlreichen Gefäßen und steinernen Inschriften abgebildet wurde. Das Sonnenrad und der Hammer sind wahrscheinlich deshalb so eng verbunden, weil beide auch für die wechselnden Jahreszeiten stehen. Wenn sich im Winter das Sonnenrad weiterdreht, nutzt Funras den Hammer, um die Winterriesen zu verdrängen und den Frühling zurückzubringen.
Viele der germanischen Runen werden den verschiedenen Göttern zugeordnet. Tivas, dem gleichnamigen Himmelsgott. Ingvas, dem Fruchtbarkeitsgott selben Namens. Ansus, die Rune der Weisheit, gehört zu Wotan. Doch was sind die Runen des Donnergottes? Thunras ist ein sehr körperlicher, physischer Gott. Er ist noch nicht so kopflastig wie sein Vater und auch nicht so mild und friedfertig wie Ingvas. Er verkörpert Kraft, Tatendrang und Schöpfung, den Drang zu zeugen und zu bewahren. Und wenn es sein muss, dann letzteres mit Gewalt. Gewitter reinigen die Luft. Sie tragen zum Erhalt der Natur bei und sind gut für das Wachstum von Pflanzen aller Art, können aber auch gerade der Landwirtschaft verheerende Schäden verursachen. Daher gilt Furisas als die Rune, die am ehesten mit Thor, Donar oder wie man ihn sonst noch nennt, in Verbindung steht. Sie ist gleichzeitig die Rune der Dursen, also der Riesen, die die nordische Sage als Fursen oder Jotnar kennt. Somit ist Furisas als Rune sowohl für den Beschützer als auch den Zerstörer des Lebens, für den Donnergott und seine ärgsten Feinde symbolisch. Zwei Seiten der Natur, zwei Seiten in der Seele des Menschen. Menschen, die sich mit Runenmagie beschäftigen, sollten also gerade bei Furisas Vorsicht walten lassen. Sie ist äußerst gefährlich. Eine weitere Rune des Gottes ist Urus. Sie symbolisiert den Stier, den Auer oder Urochsen. Unter anderem steht Urus für große körperliche Kraft, sexuelle Fruchtbarkeit und Erdverbundenheit. Der Stier gehört zum Grundbestand der vom Menschen domestizierten Tiere und war damit aus dem Alltag der landwirtschaftlich orientierten Menschen des Altertums nicht wegzudenken. Man denke auch an den griechischen Minotauros, die Entführung der Europa auf einem Stier oder den irischen Bullen von Cooley. Die Franken scheinen zumindest eine Affinität zu Stieren gehabt zu haben, da ein Minotaurus-ähnliches Wesen das Geschlecht der Merowinger begründet haben soll. Stiere und Kühe werden auch bei alljährlichen Ritualen eine kultische Rolle gespielt haben, etwa bei Prozessionen, als Opfergaben oder der Darstellung urzeitlicher Mythen. So wissen wir, dass die ersten beiden Lebewesen der nordischen Schöpfungsgeschichte der Riese Ymir und die Urkuh Audumla gewesen sind. Leben und Tod in einer Existenz, die von gewaltigen Naturkräften beherrscht wird. Dies spiegelt die Rune Urus wider und deshalb ist auch sie eine legitime Rune für den Donnergott. Und auch mit ihr möge man vorsichtig umgehen, wenn man sich tiefer mit den Runen beschäftigt. Ihr seid gewarnt. Die heiligen Tiere des Hunras sind die Ziegenböcke. Zwei dieser Tiere ziehen dann auch den Wagen des Gottes, mit dem er am Himmel über Midgard zieht. Wenn es gewittert, so glaubten die Leute, dass er besonders heftig über die Wolken fährt oder sich gerade mit den Riesen einen erbitterten Kampf liefert. Ziegenböcke gehören zu den Tieren, die man damals zum Überleben einfach brauchte. Und genau wie Schweine gelten sie als äußerst fruchtbar. In der nordischen Mythologie wird Thors Wagen von den Böcken Tangrisnir und Tanginjostre gezogen. Das bedeutet Zähneblecker und Zähneknirscher. Man sagt, die Namen gehen darauf zurück, dass die Ziegen damit das Geräusch des herabfahrenden Donners imitieren. Die beiden Tiere haben aber noch eine tiefere Bedeutung. Sie stehen für die Fruchtbarkeit, die nach dem strengen nordischen Wintern mit dem Frühling ins Land zurückkehrt. Für Menschen, die vor 1000 oder 2000 oder 5000 Jahren gelebt haben, war es kein Spaß, von der Natur und dem Wetter abhängig zu sein. Stellt euch einmal vor, in einer Zeit ohne Lieferdienst, Handy, Supermärkte, Klamottenläden, Internet oder Massenfertigprodukte zu leben. Alles müsst ihr selbst herstellen,
bauen, züchten, jagen, anpflanzen, sticken, nähen, melken, scheren und so weiter. Nur damit ihr, eure Partner, eure Partnerinnen, eure Kinder, Familien, eure Freunde, Nachbarn und generell alle Menschen, die ihr kennt, für ein weiteres Jahr überleben könnt. Und nun stellt euch vor, was passiert, wenn das nicht mehr möglich ist. Um das Überleben unter solchen Bedingungen zu gewährleisten, gab es Fruchtbarkeitsrituale. Wenn man bei diesem Kult Handlungen aber etwas falsch machte, funktionierte es nicht. In der Geschichte Himisquida gibt es eine Stelle, die auf ein solches Ritual hindeuten könnte und darauf, wie wichtig der Wettergott für das Leben der Menschen war und für die Rückkehr des Lichts aus der Dunkelheit. Thor und Loki kamen des Abends zu einem Bauern und erhielten Nachtquartier von ihm. Vor dem Nachtessen packte Thor seine Böcke und schlachtete sie beide. Dann wurden sie enthäutet und für den Kessel zurechtgemacht. Und als sie gar gekocht waren, da setzte sich Thor mit seinen Gefährten zum Essen. Er lud den Bauern mit Frau und Kindern dazu ein. Der Sohn des Bauern hieß Thjalfi, die Tochter Röskva. Da legte Thor die Bocksfelle von dem Feuer auf den Boden und sagte, der Bauer und die Seinen sollten die Knochen auf die Felle werfen. Thjalfi, der Bauernsohn, fasste den Schenkelknochen des Bocks, spaltete ihn auf mit seinem Messer und brach ihn auseinander, um zu dem Markt zu gelangen. Thor übernachtete dort. Im Morgengrauen vor Tage stand er auf, kleidete sich an, nahm den Hammer Mjölnir, erhob ihn und weihte die Bocksfelle. Da standen die Böcke auf. Der eine aber lahmte am Hinterfuß. Thor bemerkte das und sagte, der Bauer oder seine Hausgenossen wären wohl mit den Knochen nicht schonend umgegangen. Er wies darauf hin, dass der Schenkelknochen gebrochen war. In Skandinavien gab es bis ins 19. Jahrhundert regionale Winterbräuche um den sogenannten Julbock, ein dämonisches Ziegenwesen. Jungen verkleideten sich als Julbock und mussten entweder gefangen werden, oder man musste ihm kleinere Geschenke bringen, quasi wie Opfergaben. In Südschweden war es Brauch, ihn symbolisch zu erschlagen. Mit einem Lied wurde der Julbock dann wiedererweckt. Das erinnert sehr stark an die Wiedererweckung der beiden Böcke durch Thor, wobei das Lied hier die Funktion des Mjölnir einnimmt. Heutzutage hat der Julbock mehr die Position eines Knecht Ruprecht, aber ihr seht, wie stark diese Bräuche noch in der heidnischen Vergangenheit Skandinaviens wurzeln. Und auch in Süddeutschland und den Alpen gibt es noch heute solche Bräuche. Die Gegenstücke zum Julbock sind dort der Krampus und die Perchte, wobei die Perchte auch auf einen Frierkult zurückgehen könnte. Eine Passage des nordischen Liedes Balders Traumer berichtet vom Tod des Lichtgottes Baldur. Bei seiner Seebestattung weiht Thor das Totenschiff mit seinem Hammer Mjölnir. Der Versuch, seinen toten Bruder wiederzubeleben? Wer weiß. Auch der keltische Allvater Dagdar hat eine Keule, mit der er Tote wiederbelebt. Der Versuch, Baldur wiederzubeleben, könnte auf Thors Funktion als Agrargottheit anspielen, der das lebenswichtige Licht aus dem Griff des tödlichen Winters zu befreien versucht. Was man dagegen definitiv weiß, ist, dass Hunras auch bei Eheschließungen angerufen wurde. Es war in der Vorzeit Brauch, der frisch vermählten Braut einen Hammer in den Schoß zu legen. Da ihr nun wisst, dass der Hammer einen Penis symbolisiert, könnt ihr euch denken, wozu man das gemacht hat. Nämlich, um das neue Ehepaar mit möglichst vielen Kindern zu segnen, was völlig verständlich ist, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen die Germanen damals lebten. Kinder waren für den Erhalt der Gemeinschaft unverzichtbar. Doch wie stand es eigentlich um Fundras eigenes Liebesleben? Immerhin waren Gewittergötter so wichtig, dass sie fast immer eine Partnerin hatten, meist in Gestalt einer Erd- oder Feldgöttin. Diese wird Silbio geheißen haben. Aus der nordischen Sage wissen wir, dass er mit der Göttin Sif verheiratet ist und mit ihr eine Tochter namens Frud und einen Stiefsohn namens Ulr hat.
Das westgermanische Gegenstück zu Siv würde dann wahrscheinlich Sibio, Sibber oder Siver heißen, je nach Dialekt. Von ihr gibt es ein slawisches Gegenstück namens Ziva. Siva ist die Schutzgöttin der Sippe, das belegt ja schon der Name. Siva bedeutet nämlich Sippe, also die blutsverwandte Großfamilie. Die Sippe bildete den Kern der germanischen Stammesgesellschaften und ähnelte den keltischen Clans. Doch war Sibio auch eine Erd- und Feldgöttin, die Bringerin von Fülle, Nahrung und Wohlstand. Ihr goldenes Haar ist eine Anspielung auf das Getreide, für deren Wachstum man auch ihr möglicherweise Opfer dargebracht hatte. In der nordischen Sage Skaldskaparmal schneidet Loki Sif das goldene Haar ab, worauf ihr Mann Thor dafür Sorge trägt, es wieder zu beschaffen. Er zwingt Loki, die Zwerge zu beauftragen, einen magischen Haarschmuck herzustellen, der Haare wachsen lässt. Daneben stellen sie noch ganz viele andere magische Gegenstände her, die Loki darauf den Asen schenkt. Einen Speer für Odin, Gungnir genannt, den Hammer Mjölnir für Thor und ein besonderes Schiff für Freyr. Diese Geschichte kann so verstanden werden. Ein Mann baut Mist und vernichtet die ganze Ernte eines Jahres. Er gefährdet damit das Überleben der gesamten Gemeinschaft. Er muss nun also zum Ausgleich etwas für diese tun. Der Mann bringt den Göttern Opfergaben in Form von Waffen und anderen wertvollen Gegenständen dar, worauf die Felder wieder anfangen zu wachsen. Somit hat die Gemeinschaft wieder zu essen. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht und grob ausgedrückt, aber das könnte der Gedanke hinter der Sage von Sif und dem Fehltritt von Loki sein. Thor ist hier der Patriarch, der die Sippe in Form seiner Frau schützt, um eine katastrophale Hungersnot abzuwenden. Loki steht hier für den Missetäter, dessen Fehlverhalten das Unglück verursacht und nun versuchen muss, das Schlimmste zu verhindern oder es erwartet ihn die Todesstrafe. Er bringt den anderen Asen Geschenke als Sühneopfer dar, so wie es die Heiden bei Ritualen gemacht haben, um den Zorn der himmlischen Mächte zu besänftigen. Anderenfalls würde nämlich Loki das Sühneopfer werden, und nicht selten wurden Verbrecher, sogenannte Maientäter, hingerichtet als Opfer und Wiedergutmachung, um die kosmische Ordnung wiederherzustellen. Darüber hinaus ist die Paarung Donnergott plus Getreidegöttin eine Variante der Vereinigung zwischen Himmelsvater plus Erdgöttin.